Herzlich willkommen bei der Top 100 Selektion von Pearl TV. Sehen Sie jetzt ausgewählte Spitzenprodukte für Sie als anspruchsvollen Zuschauer. So, bei uns geht es jetzt weiter mit der Top 100 Selektion. Und in der Top 100 Selektion zeigen wir Ihnen immer die Top-Artikel aus einer ganz bestimmten Produktgruppe. Ja, und Sie werden sich wahrscheinlich gleich in den kommenden Minuten ein wenig wundern, aber es geht bei uns um das Thema Heizen. Ein Thema, was bei unseren Kunden schon seit einigen Wochen ganz, ganz hoch oben auf der Liste steht, wird wahrscheinlich ein Stück weit mit der Verunsicherung, mit der Heizsituation dann in den kommenden Wintermonaten zusammenhängen. Auf jeden Fall sind wir ein Stück weit darauf vorbereitet. Einige Artikel im Heizbereich haben wir schon ausverkauft. Aber zunächst einmal, bevor wir uns mit Heizungen beschäftigen, möchten wir Ihnen eine Möglichkeit geben, zu Hause einfach mal ein bisschen cleverer zu heizen, wenn Sie Ihre Gas- oder Ihre Ölzentralheizung im Keller eingeschaltet haben, dann irgendwann in den Wintermonaten. Da möchten Sie auch nicht jedes Mal zum Thermostat gehen und rauf und runter drehen und so weiter. Das geht heutzutage dann doch wesentlich einfacher und wesentlich kompakter mit einem ganz, ganz tollen Set. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also ich glaube, einfacher kann man gar nicht mehr richtig mit einer Zentralheizung heizen. Nee, es geht um intelligenten Umgang mit der Zentralheizung. Dass man eben nicht die Heizkörper den ganzen Tag laufen lässt in Räumen, in denen man gar nicht ist. Wenn ich im Wohnzimmer bin, muss ich nicht mein Bad geheizt haben. Ja. Wenn ich im Wohnzimmer bin, muss ich mein Schlafzimmer nicht geheizt haben. Und natürlich umgekehrt, wenn ich im Schlafzimmer bin, brauche ich auch mein Wohnzimmer und meine Küche nicht zu heizen. Ja. Die Durchschnittsheizkosten letztes Jahr bei einer 70 Quadratmeter Wohnung lagen bei 750 Euro. 2021. Wir haben jetzt 2022. Alles wird unglaublich viel teurer. Gaspreise, Ölpreise haben sich alle vervielfacht. Wir rechnen da also wirklich mit einem Mehrfachen davon. Mit diesen Thermostaten können Sie jetzt bis zu 30% Energiekosten sparen. Das haben wir mal ausprobiert und das sind Richtwerte. Es geht um diese Thermostate hier. Die tauschen Sie einfach aus mit Ihrem Thermostat, den Sie schon haben. Erstmal der Thermostat selber. Ich nehme hier mal einen in der Hand. Wenn Sie sich das mal angucken, können Sie hier ganz genau die Temperatur drauf sehen. Sehen Sie das? Und zwar riesengroß in schönen LED-Zeichen. 26,6 Grad ist er jetzt eingestellt. Das kann ich bei meinem Thermostat zu Hause nicht. Da sehe ich nur einen Strich, zwei Strich, drei Striche oder 1, 2, 3, 4, 5. Genau, hier haben wir jetzt mal einen normalen Thermostat, wie ihn sich Sie wahrscheinlich den auch bei sich zu Hause haben. Ja. Da steht alles von 1 bis 5. Ich habe keine Ahnung, wie viel Grad das sind. Und ich muss ganz ehrlich sein, wenn der normal auf 3 steht, wie bei Ihnen zu Hause wahrscheinlich auch, ist das normal warm, dann mache ich es ein bisschen wärmer, wenn mir kalt ist, ein bisschen kühler, wenn es mir warm ist. Das ist es aber auch schon, was ich damit mache. Mhm. Wenn ich schlau bin, mache ich den, wenn ich zur Arbeit gehe, aus. Ja. Und wenn ich nach Hause komme, mache ich ihn wieder an. Aber macht das schon, Ingo? In wer macht das schon? Ja, du kommst, ich das nicht gemacht. Ja, vor allem, du kommst nach Hause, machst den Heizkörper an. Selbst wenn du es machst, dann dauert es noch eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis dein Raum endlich warm ist. Das ist ausgesprochen unpraktisch. Den tauschen Sie jetzt einfach mal aus. Und das ist sehr, sehr einfach. Sie brauchen da keine Angst zu haben, dass da Wasser rauskommt. Hier sehen wir mal, wie das geht. Sie drehen einfach den alten Heizkörper an. Den alten Thermostat ab. Das geht sehr, sehr einfach. Das kann ich im laufenden Betrieb tun, oder? Das kannst du im laufenden Betrieb tun. Du musst nichts abschalten oder Wasser abschalten oder sonst irgendwas. Da ist ein Schutzventil drin, dass da kein Wasser rauskommen kann. Ja. Dann drehen Sie den neuen Heizkörper ran und das war es auch schon. Den neuen Thermostat ran, ne? Absolut sauber. Ja, den neuen Thermostat drehen Sie ran, Entschuldigung. Es ist absolut sauber und dann kann ich auf dem Thermostat hier bequem die Temperatur selber einstellen. Der Hit hier dran ist, dass ich das sogar über eine App machen kann. Ich kann also jetzt direkt am Thermostat selber, kann ich jetzt mit diesem kleinen Drehregler oder was kann ich meine Wunschtemperatur einstellen? Man sagt im Schnitt 22, 23 Grad. Wie viel ist 25, bei dir, 26. Ja, das wären dann bei Diana gerne mal 2, 3 Grad mehr. Aber du hast gesagt, das geht auch per App. Ja, guck mal hier. Da kannst du jetzt einmal sehen, was die Temperatur zu Hause ist. Das ist die untere Zahl. Ja. Und du kannst ihm diesen Thermostat sagen, heize meinen Raum auf 25 Grad. Das heißt, wenn du bei der Arbeit bist und weißt, du bist in einer halben Stunde zu Hause, dann stellst du ihn einfach an, eine halbe Stunde vorher, dass der Raum dann warm ist, wenn du nach Hause kommst. Das ist clever. Dann läuft die nicht den ganzen Tag. Dann mache ich sie dann an, wenn ich sie de facto brauche. Das spart mir jede Menge Geld. Vor allem, du machst den Heizkörper an, in dem du sein willst. Ja. Du bist ja nicht im Schlafzimmer. Du bist ja nicht in der Küche, du bist im Wohnzimmer und willst erstmal dich ausruhen ein bisschen. Und dann machst du den im Wohnzimmer an. Du kannst mit einer Timer-Funktion, das ist ganz einfach zu programmieren, kannst du sagen, mach den von 5 bis um 10 Uhr abends an.
Bin um 5:30 zu Hause, dann ist es warm. Nach 10 Uhr brauche ich den nicht mehr warm zu haben. Dann will ich mein Schlafzimmer warm haben. Ja. Und das ist eben der Vorteil hier dran. Hier haben wir ein 5er-Set, was wir Ihnen anbieten. Das geht natürlich auch per Sprachsteuerung. Das heißt, du kannst hier mit Alexa, mit Google Assistant, du kannst sogar mit Siri ihm sagen, stell mir mal meine Heizung an, dass es um 5 Uhr warm ist, wenn ich nach Hause komme. Und zwar soll es exakt 22 Grad sein. Das ist cool. Ich zeige Ihnen nochmal, wie einfach das geht. Ich zeige Ihnen nochmal, wie einfach das geht. Wir haben ja hier auch einen Heizkörper. Ich drehe das mal hier eben ab. Und das ist genau das, was Sie bei sich auch machen. Entweder mit Hand, also wenn es nicht ganz so fest ist, oder Sie nehmen so eine Rohrzange, wie wir es im Zuspieler gesehen haben. Und das ist der normale Heizkörper, den Sie haben. Sehen Sie das? Da sind nur Thermostat. Da sind nur Zahlen drauf. Den legen Sie beiseite und schrauben dann hier diesen tollen Thermostat einfach. Ja, da würdest du das zutrauen? Ja, das ist immer meine Frage. Ich dachte, normalerweise kommt Wasser und das ist so kompliziert. Ich muss jemanden fragen. Aber ich sehe, das ist alles so einfach. Ich bin wirklich begeistert, wie gut geht das alles. Also mal eben eine Schraube aufdrehen und eine Schraube zudrehen, ist machbar, ne? Diese goldene Körper, ja, das sieht ein bisschen unästhetisch aus, aber diesen, guck mal, so modern. Ja, die haben sogar einen Design Award gewonnen. Das ist also wirklich auch nochmal. Aber es geht um die Funktion. Sie können hiermit den Heizkörper steuern, in dem Sie sich befinden, beziehungsweise sich befinden werden. Durch diese WLAN-Funktionalität, durch die App, die Sie dazu bekommen, können Sie jeden einzelnen Heizkörper einzeln einstellen. Und wenn Sie mal, sagen Sie, Sie haben den eingestellt von 5 bis um 10 wochentags abends, soll mein Wohnzimmerheizkörper an sein. Mhm. Wenn Sie mal länger arbeiten müssen, können Sie von der Arbeit aus sagen, bitte heiz heute nicht. Ich bin ja gar nicht im Wohnzimmer heute Abend, aber lass mein Schlafzimmer um 10, 10:30 trotzdem auf warm. Das sind diese tollen Sachen, die man eben jetzt hier im 21. Jahrhundert machen kann. Alles per App steuerbar. Mhm. Eben egal, ob das Android oder iPhone ist. Das geht kinderleicht. Das können Sie auch. Das kann Diana, das kannst du machen. Und damit sparen wir richtig Geld. Mhm. Sogar in einer Mietwohnung lohnt sich das zu machen. Weil schauen Sie mal, wenn Sie irgendwo wohnen zur Miete, bauen Sie die einfach ab, legen Sie in eine Tüte, legen Sie irgendwo in den Schrank und wenn Sie ausziehen, wechseln Sie die wieder aus. Die können Sie ja mitnehmen. Die sind ganz kinderleicht zu installieren und zu deinstallieren. Und es ist so toll, damit so viel Heizkosten zu sparen. Ja. Wie gesagt, wir schätzen auf mindestens 30% Heizkostenersparnis im Jahr. Und das ist eine jede Menge Geld, speziell in diesem Jahr. Egal ob Ölheizung, egal ob Gasheizung, egal wovon wir jetzt eigentlich sprechen. Ich sag mal, die Heizkosten steigen oder kennen eigentlich nur noch eine Richtung. Das ist deutlich nach oben. Wo diese Preisspirale noch hingeht, weiß ja aktuell kein Mensch mehr. Und deswegen sind wir natürlich auch angehalten, ganz einfach zu sparen von oberster Stelle, aber eben auch was den eigenen Geldbeutel betrifft. Und ich finde das großartig, dass ich hier ganz einfach so einen Thermostat austausche und mit diesem modernen Thermostat entweder am Thermostat selber meine Wunschtemperatur einstellen kann. Das konnte ich mit meinem ollen Thermostat zu Hause definitiv nicht. Wie gesagt, da hatte ich nur die 1, 2, 3, 4. Wie viel Grad das waren, konnte ich nie sagen. Jetzt stelle ich mir die Wunschtemperatur ein oder ganz bequem auch gerne mal von unterwegs direkt über die passende App. Alles das, was Sie brauchen, ist im Lieferumfang enthalten. Das heißt auch die Verbindung zum WLAN bei Ihnen zu Hause, genauso wie die insgesamt 5 Thermostate. Ja, das ist es eben. Das ist das komplette Set hier. 5 Thermostate plus der Hub, der eben an Ihr WLAN rangeht, ist alles mit drin im Preis. Für 227,99 Euro haben Sie das, ich denke mal, bis Mitte Dezember spätestens wieder raus, die Anschaffungskosten für sowas. Ja. Und es ist einfach energiesparend. Warum soll ich die Räume heizen, in denen ich gar nicht bin? Ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist Geld zum Fenster rausschmeißen. Kannst du das Geld auch gleich so zum Fenster rausschmeißen? Ja, aber wirklich. Ja. In den letzten Jahren waren wir natürlich alle so ein bisschen unbedarft und haben eben mal so einen Heizkörper im Wohnzimmer dann auch gerne mal auf Stufe 3 gestellt. Und der lief dann erstmal auf Stufe 3, mal 1, 2, 3 Tage. Ich muss zu meiner Schande gestehen, über den Winter verteilt fast die ganzen Monate über durch. Da habe ich mir gar nicht die Mühe gemacht, ihn runter oder rauf zu drehen. Jetzt sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Und wenn man hier einfach mal clever heizen möchte und dabei auch noch bares Geld sparen möchte, schafft man sich so ein tolles 5er-Set Heizkörper-Thermostate an. Mit dem passenden Zugang natürlich auch zum WLAN. Und dann stellt es entweder direkt am Thermostat auf die Wunschtemperatur oder noch komfortabler dann auch gerne per App ein. Das Ganze ist zu haben. Wir haben für 227,99 mit der Bestellnummer NX4917 und die 569. Damit haben wir jetzt zumindest schon mal einen Teil der Kosten, wenn es um die Zentralheizung bei Ihnen zu Hause geht, eingespart. Egal ob Gas oder Öl oder andere Varianten. Damit lässt sich das super einstellen. Jetzt kommen wir mal auf das Thema Heizkörper zu sprechen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Sie mal geguckt haben, ob das Thema für Sie interessant ist, jetzt schon an dieser Stelle. Aber man hört es immer wieder in der Presse.
dass da gerne mal zugegriffen wird. Und wir wissen jetzt unter anderem auch von NTV, und wir zeigen Ihnen den Artikel mal gerade, 600.000 Heizlüfter bis Juni in Deutschland verkauft. Das ist ein Plus im Vergleich zu den Vorjahren von knapp 35%. Ich habe auch schon mal gehört, dass man sagt, da ist noch eine enorme Dunkelziffer drauf, weil nicht jeder Anbieter meldet natürlich die entsprechenden Verkäufe auch an die entsprechende Stelle. Das ist natürlich für einen Monat Juli bzw. für einen August dann doch ein bisschen abenteuerlich, wenn man das im ersten Moment sieht. Bei genauerer Betrachtung weiß man aber ganz einfach, dass die Leute ganz nach Alternativen suchen, um vielleicht auch die Zentralheizung zu Hause mal 2-3 Wochen vielleicht später einzuschalten. Denn jeder nicht verbrauchte Liter Heizöl ist bares Geld. Von Gas möchte ich an dieser Stelle gar nicht sprechen. Deswegen haben wir die Alternativen für Sie und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, es geht darum, dass Sie wieder genau da heizen, wo Sie sind und nicht das ganze Haus. Die Heizung, ja. Die Zentralheizung müssen Sie anmachen, wenn es friert, weil sonst platzen Ihnen die Rohre und die Heizkörper. Mit diesen Heizgeräten, die wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, können Sie das aber rauszögern vielleicht. Weil es muss ja nicht im ganzen Haus warm sein, es muss nur da warm sein, wo Sie sind. Wir fangen an mit unserer Infrarot-Wandheizung. Die Sie ganz einfach an die Wand hängen können. Super flach und hinten, Diana zeigt das gerade, haben wir dann die Löcher, mit denen Sie das dann ganz einfach an 2 Schrauben ranhängen, an die Steckdose machen. Und dann ist das ein Infrarotheizkörper. Ein Infrarotheizkörper heizt nicht die Luft im Raum, sondern genau das, was davor ist. Ist auch noch sehr leicht. Ich finde das auch sehr schick, das Design. Absolut. Das sieht aus wie so ein bisschen aus wie ein Flipchart, oder? Ja, wie so ein Whiteboard, würde ich sagen. Ja, ja. Also super elegant hier mit diesem Weiß und diesem Edelstahlrahmen dazu, mit dem Alurahmen. Der liefert Ihnen jetzt Infrarotstrahlen. Und Infrarotstrahlen, das ist so wie die Sonne, die auf Ihre Haut geht. Wenn es kalt ist und die Sonne scheint auf Ihre Haut, dann ist Ihnen trotzdem warm da. Und das ist die Infrarotwärme. Die Infrarotwärme trifft auf Ihre Haut und wärmt dann mit tiefen Wärme. Das heißt, es wird auch nicht wie bei normaler Luft, wenn die gewärmt wird, so von außen nach innen wird man langsam wieder warm, sondern da wird man komplett gewärmt, eben von außen und von innen. Das ist eine ganz angenehme Wärme. Und das ist natürlich ideal, weil da ist man sofort, wird man beheizt und es ist sehr energiesparend und natürlich auch großflächig hier mit unserer tollen Infrarot-Wandheizung. Ja. Ideal natürlich, sage ich mal, so neben dem Bett das aufzuhängen oder im Badezimmer. Ja. Gerade so, wenn man morgens außer Dusche, morgens will man ja es warm haben im Badezimmer. Wenn ich da erst den Heizkörper anmachen muss, dann friere ich trotzdem erstmal die erste halbe Stunde. Ja. Und dann bin ich auch schon wieder raus aus dem Bad, dann brauche ich die Heizung gar nicht mehr. Und es ist echt unangenehm, ne? wenn man ins kaltes Bad geht. Im Schlafzimmer übrigens auch. Ich neige dazu, also auch im Winter gerne mal ein Fenster auf Kipp zu lassen, wegen der frischen Luft. Ja, da schläft man ganz einfach besser, habe ich mir persönlich mal irgendwann so angewöhnt. Aber wenn ich dann morgens mal so den dicken Zeh oder den kleinen Finger mal unter der Bettdecke hervorhebe, merke ich, aha, du hast jetzt mal so schlanke 12 Grad im Schlafzimmer. Da mag ich nicht unbedingt aufstehen, aber ich habe eine schöne Schräge über dem Bett. Ja. Da könnte ich mir so ein Panel ohne weiteres mal vorstellen. Ja, eine Schräge oder eine Wand, weil wie gesagt, es wird ja alles, was in diesem Strahlungsbereich ist, wird gewärmt. Also auch Kleidung. Es geht ja auch durch Kleidung durch. Und das ist natürlich ideal. Vielleicht auch abends beim Fernsehen gucken, übers Sofa hängen, beim Essen im Esszimmer vielleicht für einen an die Wand hängen. Also ganz, ganz komfortabel. Das Ganze wird gesteuert entweder an dem Panel, was da an der Seite dran ist, oder eben auch per App kann man das steuern. Sehr, sehr komfortabel. Und dann, wenn ich dann nach Hause komme und es ist kalt bei mir im Wohnzimmer, schalte ich das an, stelle mich davor und werde sofort gewärmt. Es muss nichts aufgeheizt werden, weil es mit Infrarotstrahlen wärmt. Und das ist der Vorteil hier dran. Nochmal, es geht darum, Heizkosten zu sparen, intelligent zu heizen. Und zwar da, wo Sie sind, wenn Sie da sind. Sie müssen Ihre Räume nicht heizen, wenn Sie nicht da sind. Das kostet alles Geld. Jede Minute kostet Ihr Geld. Und das ist eine Sache hier, mit solchen Geräten kann man eben tatsächlich diesen Zeitpunkt, wenn man die große Zentralheizung anmachen muss, rauszögern. Das ist der Vorteil hier, wenn ich eine Heizung anmache, allein schon das Geräusch, ne, dann macht es irgendwo Fluff, weil irgendein Brenner angeht. Und dann hört man auch schon, wie das Öl verbrannt wird oder das Gas und dann wird das Wasser durch alle Leitungen gepumpt. In der Regel mal kurz. Ne? Ja.
Das kommt noch dazu. Und das dauert, bis die Wärme ankommt. Ich sag mal, bis das warme Wasser oben in den Heizkörpern angekommen ist, dauert es eine gewisse Zeit. Und bis sich dann die Luft im Raum aufgeheizt hat, dauert es noch mal länger. Und diese ganze warme Luft, die Sie natürlich teuer bezahlt haben, ist einmal wieder verpufft, wenn du einmal kurz das Fenster aufmachst, um mal wieder frische Luft reinzulassen. Das ist es ja, ne? Ja, das ist Geld zum Fenster raus. Auch ideal, so ein Infrarotwand natürlich für Balkone zum Beispiel. Du hast so einen schönen Balkon, Diana, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, dass überall zum Beispiel auch in Arbeitszimmer, ja, im Büro, weil wir arbeiten, natürlich, wann das ist so kalt, sie können sich nicht konzentrieren, sie möchten immer denken, oh, wann kriege ich noch Tee oder noch eine Jacke. Hier, das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben in unserer Maske übrigens auch solchen Panelen, das ist super angenehm, super praktisch. Das steht bei uns zum Beispiel unter dem Tisch und da kriegen wir diesen heißen Luft für unseren Füßen. Ja, natürlich, diesen kalten Luft liegt immer unten. Ja, und das ist auch super, wenn ein bisschen diesen heißen Luft kommt von unten. Also ich bin wirklich begeistert, kann sagen, das funktioniert. Ja. Und natürlich, wir müssen nicht ganze Maske so heiß machen. Ja? Ja. Einfach mit diesen Panelen. Ihr habt ja auch gar keine Kontrolle über die Temperatur in der Maske. Ne? Das wird ja hier von irgendjemandem im Studio, vom Hausmeister wahrscheinlich, gesteuert, wie warm es überall ist und wann es irgendwo warm ist. Gerade weil man eben die Heizung da haben will, wo man gerade ist, ist so ein Infrarotwand natürlich fantastisch, weil sie sofort gewärmt werden. Und das durch und durch. Sie kennen das wahrscheinlich auch, wenn Sie in der Kälte Fahrrad fahren oder Handschuhe, dann kann man die Finger kaum bewegen, so kalt ist das. Ja. Infrarot ist perfekt dafür. Probieren Sie es ganz einfach mal aus. Wir kommen auf 1,20 auf 80 Zentimeter von der Größe her, liegen bei 237,49 Euro, sind ab Lager lieferbar, unsere Panels, und haben die Bestellnummer NX6203. Und die 569, und ich bin davon überzeugt, bei der Qualität werden Sie viele Jahre Freude dran haben und sich jedes Mal denken, Mensch, das war eine hervorragende Idee. Es gibt aber auch diese klassischen Wandheizlüfter, und die sind relativ neu bei uns im Programm. Ich habe sie immer die Tage erst mal mit dem Ralf mal vorstellen dürfen. Ja. Und die finde ich klasse, die finde ich klein, die finde ich kompakt. Und die sind sogar auch noch über WLAN steuerbar. Das ist natürlich jetzt mal was ganz Besonderes hier für Räumlichkeiten oder für jede Stelle eigentlich quasi, wo man es mal auf die Schnelle warm haben möchte. Ja, die sind klein, die sind elegant, liefern aber unglaubliche Heizleistungen. Das ist ein Keramikheizlüfter. Sie kennen vielleicht noch diese älteren Heizlüfter mit den Spiralen drin. Die haben natürlich den großen Nachteil, dass sich da immer Staub fängt, vielleicht Insekten fangen. Hier haben wir ein Keramik-Innenteil, was eben sehr sauber bleibt. Das hat sogar noch einen hier. Eben. Die wird nicht gefangen. Nee, die wird nicht gefangen. Nee, wir haben noch aber Sommer, die fühlt sich wohl, habe ich das Gefühl. So. Ja, es ist ja auch warm. Ne? Ja. Und diese Keramikheizlüfter haben halt den Vorteil, dass es dann tatsächlich eben sauber bleibt und saubere Luft kommt, kein Staub, keine was weiß ich da alles durchkommt. Diesen Keramikheizlüfter, das hast du richtig gesagt, auch den kann ich per WLAN steuern. Und das ist wieder dieser Komfort, den ich habe, dass ich eben so ein Keramikheizlüfter dann eben anmachen kann, wenn ich ihn brauche. Das heißt, ich kann, wenn ich im Wohnzimmer bin und in den Keller will, wo ich so einen Heizlüfter dann aufgestellt habe, kann ich einfach eine Viertelstunde vorher den schon anmachen. Und wenn ich dann runter in den Keller gehe, ist dieser Raum geheizt. Das ist das Tolle, was wir hier haben mit diesen Keramikheizlüftern, der eben auch noch mit WLAN steuerbar ist. Der hat außerdem, was ich unglaublich toll finde, eine Fensterauferkennung. Weißt du, normalerweise, der hat ja einen Thermostat drin. Das heißt, der heizt auf eine bestimmte Temperatur, die Sie einstellen können. Mhm. Auch genau, also nicht verschiedene Heizstufen, sondern eine exakte Temperatur. Wenn ich das Fenster aufmache, dann würde der normalerweise anfangen, wie ein Blöder zu heizen. Und hier dann senkt sich die Temperatur im Raum ab, das erkennt das Gerät und versucht natürlich dagegen zu steuern. Ja, und ich glaube, das kennt jeder, dass man mal vergessen hat, die Heizung runterzudrehen, reißt halt eben im Badezimmer nach dem Duschen oder was, damit der Wasserdampf rausgeht, dann mal das Fenster auf. Ja, und irgendwann, 2-3 Stunden später, fällt Ihnen dann ein, schade, ich habe vergessen, den Heizkörper runterzudrehen oder das Fenster zuzumachen. Insofern heizt man quasi für die Nachbarschaft, aber die haben dann auch nicht wirklich was davon. Der hier hat eine Fensterauferkennung, das heißt, sobald er also erkennt, das Fenster ist geöffnet, passiert dann eben nichts mehr. Das bedeutet, hier wird die Temperatur dann eben runtergeregelt, sodass das Gerät
entsprechend dann auf moderate Temperaturen runtergeht, sodass man eben kein Geld mehr verschwendet. Finde ich eine hervorragende Einrichtung. Ja, das ist so praktisch, weißt du, dass du das also wirklich weltweit eben steuern kannst, egal ob du jetzt im Wohnzimmer für den unteren Bereich bist oder ob du tatsächlich bei der Arbeit bist und denkst, oh mein Gott, ich habe das Ding angelassen, das frisst mir jetzt die Haare vom Kopf. Mhm. Nochmal, diese Heizlüfter und Heizgeräte, die wir Ihnen hier alle vorstellen, brauchen natürlich Strom. Aber wenn Sie damit intelligent umgehen, werden Sie viel Geld sparen können, weil Sie wirklich nur da heizen, wo Sie sind und wann Sie da sind. Nochmal, Sie brauchen Ihr Schlafzimmer, Ihr Badezimmer, Ihre Küche nicht zu heizen, wenn Sie im Wohnzimmer sind. Sie brauchen das Wohnzimmer nicht zu heizen, abends, wenn Sie schlafen. Und das kann man eben alles hier ganz bequem mit dieser App steuern. Ja. Und der ist auch noch besonders schick, finde ich. Ich finde den sehr, sehr kompakt, sehr, sehr klein für diese Leistungsdichte. Und wenn wir jetzt hier von einem Verbrauch sprechen von 2000 Watt, bitte ich Sie, das ein Stück weit zu relativieren. Natürlich braucht er bei Volllast entsprechend die 2000 Watt, wenn Sie ungefähr 12 Grad Celsius im Zimmer haben und möchten dann 28 Grad Celsius draus machen, dann braucht er natürlich die entsprechende Power. Wenn es nur mal ein paar Grad Celsius Unterschied sind, nimmt er sich nicht die vollen 2000 Watt. Das heißt, er passt sich in seiner Leistung an, so lange, bis er die entsprechend eingestellte Wunschtemperatur erreicht hat und geht dann auch zwischendurch immer wieder mal aus und verbraucht beispielsweise gar nichts. Wenn er jetzt merkt, von mir aus, Sie haben bei 22 Grad eingeschaltet und er geht jetzt unter die 22 Grad, dann fängt er wieder an, peu à peu nachzuheizen. Das ist clever und das ist intelligent und es ist recht neu bei uns im Programm. WLAN steuerbar, wenn Sie das möchten, über das große LED-Display, aber ebenfalls möglich für gerade mal 85,49 €. Und zum jetzt ein absolutes Highlight bei uns im Programm. Lieferbar wohlgemerkt, und das können wir wahrscheinlich von all den Gerätschaften nicht mehr allzu lange sagen. Und zu bestellen bitte mit der NX 4771. Und die 569. Das ist clever. Auch so ein Zeitschaltplan und so weiter könnte ich mir auch einrichten. Ne? Du kannst dir einen Timer stellen, ganz genau, dass du sagst, ich will jetzt, dass der noch eine Stunde läuft oder zwei Stunden läuft. Ja. Eben gerade abends das zum Einschlafen. Sinn. Oder so, wenn man sagt, du sitzt auf dem Sofa, willst aber in zwei Stunden aufstehen, dann wirst du gezwungen durch die Kälte dann nach zwei Stunden, dass du nach oben gehst. Du weißt, ich habe sie mal ganz gerne mal auf dem Sofa einnicken. Ne? Das reden machen wir alle. Über unsere sogenannten Konvektorheizungen. Die sind sehr beliebt. Deswegen ist also auch die Menge, die wir jetzt, ehrlich gesagt, für den Sommer eingekauft haben, schon seit geraumer Zeit vergriffen. Wir haben nachbestellt und die nächste Lieferung, die irgendwann Mitte November kommen wird, kommt zum einen pünktlich, also noch, bevor die eigentlich richtige Heizungsperiode losgeht. Die kältesten Monate sind von der Statistik her Dezember, Januar, Februar, das heißt rechtzeitig geliefert. Und vor allen Dingen wird es dann aber bitte auch die letzte Lieferung für dieses Jahr sein. Deswegen bitten wir Sie, rechtzeitig vorzubestellen, weil diese Gerätschaften unglaublich beliebt sind. Was können die denn so gut, dass unsere Kunden da so heiß drauf sind? Also es sind natürlich externe Heizkörper. Das heißt, den können Sie überall hinstellen. Er ist nicht mit Wasser gefüllt. Das ist eine Konvektorheizung, die mit Luft arbeitet. Konvektor bedeutet, es trennt die kalte und warme Luft. Das heißt, die warme Luft kommt oben raus, die kalte kommt unten raus. Das ist die Wärme der Zukunft. Es ist also sehr energiesparend. Es braucht also wenig Energie, um hier die Temperatur zu bekommen. Wenn Sie diesen Heizkörper jetzt bei sich irgendwo hinstellen, sehen Sie mal hier, da kann ich die aktuelle Temperatur sehen. Ich kann auch die Wunschtemperatur sehen. Also ich möchte jetzt, dass ich 22 Grad habe. Das heißt, im Moment läuft er natürlich nicht, weil wir 27 Grad hier im Studio haben. Mhm. Das heißt, er hat ein ausgesprochen intelligentes Thermostat. Auch dieser Heizkörper lässt sich per WLAN steuern. Das heißt, ich kann von der Arbeit aus sehen, einerseits den Wert, wie kalt ist es denn gerade bei mir zu Hause? Also im Moment ist es 27 Grad, das ist überhaupt nicht kalt. Aber ich kann sehen, es sind jetzt meinetwegen nur 12 Grad, dann kann ich die Heizung anmachen auf einen Wert, den ich selber einstelle. Ja. Das heißt, ich kann, brauche keine Heizkosten zu verschwenden. Ich kann, wenn ich um 5 zu Hause bin, um 4:30 diese Heizung anschmeißen, dann ist es warm, der ganze Raum ist warm, wenn ich nach Hause komme. Sehr, sehr energieeffizient. Natürlich können Sie auch hier wieder einen Zeitplan einstellen. Meinetwegen von Montag bis Freitag soll mein Badezimmer von 7 bis 7:30 warm sein. Von Montag bis Freitag soll mein Wohnzimmer von abends um 6 bis abends um 10 warm sein. Und natürlich, weil Sie eben weltweit mit dieser App Zugriff auf diesen Heizkörper haben, können Sie auch, wenn Sie zum Beispiel bei der Arbeit, wir gehen noch alle essen,
wir gehen doch alle essen. Das heißt, ich brauche heute meine Heizung gar nicht im Wohnzimmer. Können Sie das auch ausstellen? Und das ist so effizient, damit dann diesen Heizkörper zu steuern und zu programmieren. Er ist kinderleicht. Wie gesagt, er arbeitet eben mit Luft. Normale Heizkörper, das kennen Sie auch, diese externen Heizkörper, haben oft, sind mit Wasser gefüllt, genauso wie Ihre Heizkörper zu Hause. Die sind dann sehr schwer. Der hier ist dadurch natürlich sehr, sehr mobil. Und nochmal, durch diese App-Steuerung können Sie hier am effizientesten heizen. Also ich wüsste keine Art, wie man effizienter heizen könnte. Wenn Sie mehrere davon bestellen, ist jeder einzelne Heizkörper individuell ansteuerbar. Das ist dadurch, dass wir hier im WLAN sind. Und das ist, bedeutet, wir sind im 21. Jahrhundert. Wir können uns diese Technik zunutze machen. Natürlich funktioniert auch diese Konvektorheizung mit Siri, mit Alexa, mit Google Assistant. Und Diana, stell dir mal vor, du sagst, ich bin eine halbe Stunde zu Hause, mach mal die Heizung im Wohnzimmer an. Das ist ein Traum. Du bist aber ganz höflich zu Alexa, ne? Ich würde sagen, Alexa, Heizung, Wohnzimmer, 23 Grad. Das ist die Verrohung der deutschen Sprache, ich bin da sehr sachlich, ja, in meiner Argumentation, meinem elektronischen Gerät gegenüber. Ja? Aber nein, ich habe die Erfahrung gemacht, also mit so einem Sprachassistenten, das funktioniert ganz hervorragend. Aber ganz auch wenn hervorragend. Sie keinen Sprachassistenten haben, Sie haben es gesehen, geht also auch vorne am Display selber oder eben auch ganz komfortabel per App. Und das ist wirklich ein Thema. Wie häufig ist man unterwegs, wenn ich jetzt mal einkaufen gehe oder mal shoppen gehe oder was, gerade so in der Vorweihnachtszeit? Ja. Ganz ehrlich, kann mir vornehmen, um 16 Uhr zu Hause zu sein. Entweder bin ich um 15 Uhr zu Hause oder um 19 Uhr, aber pünktlich zu der Zeit habe ich es noch nie wirklich geschafft. Da stelle ich mir einen entsprechenden Zeitplan ein und oder schalte das Gerät ganz einfach von unterwegs mal eben zu, wenn ich merke, ich bin mal eine Stunde oder zwei früher zu Hause, dann habe ich es muckelig warm, wenn ich nach Hause komme. Und ich finde, die wiegen ja gar nichts. Ne? Die sind unglaublich leicht. Das ist leicht. Der Vorteil von diesen Konvektorheizungen, dass sie ausgesprochen energieeffizient sind und sehr leicht, weil sie nicht mit Wasser gefüllt sind. Aber diese Situation, weißt du, du bist irgendwo und weißt gar nicht, wann du nach Hause kommst, machst deine Weihnachtseinkäufe oder bist auf irgendeiner Party und denkst, naja, um zwei werde ich wohl wieder im Bett sein. Und dann ist das eine tolle Party und du bist um vier erst im Bett oder es ist eine schlechte Party und du willst um 10 schon wieder ins Bett, kann man hier alles ganz effizient einstellen mit diesen tollen Konvektorheizung, die Sie eben per App steuern können. Und das ist wirklich kinderleicht, das einzurichten. Und damit haben Sie den effizientesten Weg gefunden, um Ihre Wohnung zu heizen, Ihre Räume individuell zu heizen. Jetzt kann man sich in etwa vorstellen, warum unsere Kunden so begeistert davon sind und warum natürlich unser erster Bestand auch schon recht schnell ausverkauft war. Also grundsätzlich muss man sagen, haben wir diese Gerätschaft natürlich für die Räume eingekauft. Verzeihung, wo man normalerweise keine Heizung hat. Das wäre mal eine Garage beispielsweise oder mal ein Kellerraum oder vielleicht mal irgendwelche anderen Räumlichkeiten, mal Dachgeschoss oder sowas, wo man nicht unbedingt eine Heizung installiert hat. Dafür haben wir sie eigentlich eingekauft. Das ist natürlich jetzt das Thema mit den Heizungsmöglichkeiten im Winter so doch relativ schnell auf uns zukommt, war uns ehrlich gesagt im Vorfeld auch nicht wirklich klar. Wir haben uns so gewundert, warum, also die Statistik auf einmal sagte, wir verkaufen hier gerade schon fast mehr Heizkörper oder Heizmöglichkeiten als Kühlmöglichkeiten. Und da haben wir natürlich jetzt hier ganz klar gesagt, wir möchten also da nochmal nachbestellen, damit unsere Kunden rechtzeitig wäre Mitte November noch ihre Gerätschaften bekommen, um einfach ein bisschen cleverer zu heizen zu Hause und dabei auch noch bares Geld zu sparen. Der ist zu haben mit der ZX8106 und der 569 für knapp 114 Euro. Aber auch Modell Nummer 2 ist unglaublich beliebt. Ich glaube, den kann ich nicht nur hinstellen, den kann ich auch aufhängen an der Wand, wenn ich das möchte. Ja, wenn ich den mal hochnehme, Sie sehen das hier, die sind alle sehr, sehr leicht. Die kann man mit einer Hand tragen. Wenn ich den umdrehe, können Sie sehen, dass auf der Rückseite sind auch Löcher, dass ich den an die Wand hängen kann. Sehen Sie das hier und da? Das ist natürlich noch mal ein Vorteil. Sieht dann vielleicht noch ein bisschen eleganter aus. Der ist schon so ein richtiges Schmuckstück. Ich finde das Display so toll hier. Das können Sie übrigens auch wieder per App oder mit Fernbedienung oder direkt am Gerät steuern. Ja. Wenn ich das anmache, sehen Sie hier, das ist so weiß auf grau. Sieht super elegant aus. Hier können wir auch wieder die aktuelle Temperatur sehen. Diese aktuelle Temperatur finde ich so toll. Es kann ja auch sein, dass man irgendwie die Heizung aus hat und dann fängt es an, irgendwie so unter 10 Grad zu gehen. Man soll sein Haus am effektivsten heizen bei konstant 11 oder 12 Grad. Also nicht mehr, nicht weniger, wenn Sie nicht zu Hause sind, sollte das die Temperatur sein. Aber wenn es dann mal kalt ist, man ist nicht zu Hause, dann kann man den mal eben auf 12 Grad einstellen. Natürlich auch wieder mit Sprachsteuerung, mit Alexa, mit Google Assistant. Der hat hier dieses WLAN. Die Temperatur können Sie übrigens einstellen von 0 bis 37 Grad. Da sollte also wirklich jeder
mit glücklich gemacht werden hier. Nach 37 Grad, da können wir mal einen Aufguss auslassen, oder? Ja, und du hast, wie gesagt, in all diesen Geräten hast du ein Thermostat. Das heißt, der heizt auch nur, wenn die Temperatur dann unter die Wunschtemperatur geht. Das finde ich ein ausgesprochen schickes Gerät. Sie können die kombinieren, wie Sie wollen. Sie haben alle ihre eigene Steuerung über unsere App, über die gleiche App. Sie müssen da auch nichts wechseln. Und dann können Sie hier ganz bequem Ihre Wunschtemperatur einstellen an diesem tollen, tollen Gerät. Mache ich gerade mal. Warte mal, lass mal gucken. Wo sind wir? Wir sind bei 23. Die machen wir jetzt mal auf 26 Grad Diana Wohlfühltemperatur. Ja. Ja. Und wir sehen also direkt hier über die App. Dann direkt mal aufs Display übertragen, gerne eben auch mit einem Zeitplan, den Sie sich einmal zusammenstellen. Sie sehen es hier ganz einfach einstellbar. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise mal ein Grad oder zwei runtergehe, schwupp, dann sind wir jetzt hier bei 24 und das sehen wir am Gerät selber natürlich auch. Bitte auch hier vorbestellen, für 161,49 Euro liefern wir dann Porto und Versand kostenfrei mit der NX 32 92 und der 569. Viel Spaß dabei.